Moin YouTube, liebe Messerfreunde und ganz besonders lieber Dirk vom Kanal My Knife Life. Das wird meine Videoantwort für dich. Ich bin mal gespannt, ob es tatsächlich was wird. Du hattest dir nämlich gewünscht, dir irgendetwas zu zeigen, was man mit Messern machen kann, was man an Messern machen kann. Ja, und ich hatte hier noch seit einiger Zeit ein kleines Opinel Nummer 6 Carbon liegen. Das habe ich mir mal so mitgenommen, weil ich alle meine bisher modifizierten Opinels entweder verschenkt oder verkauft habe. Ja, und das wollte ich immer noch mal so ein bisschen abändern, wie ich das bei den anderen auch gemacht habe. Ich will mal schauen, ob das heute noch was wird, was ich dir zeigen kann. Das ist jedenfalls das Ausgangsprodukt, ein handelsübliches Opinel Nummer 6. Und was ich bei den Opinel-Griffen nicht so schön finde, ist hier diese, ja, Schwanzflosse, würde ich das mal bezeichnen. Ich weiß zwar, warum sie so geformt ist, denn wenn ein Opinel feucht wird, kann man schon mal Probleme bekommen, hier die Klinge aus dem Heft zu kriegen. Deshalb ist hier dieser Überstand ganz wichtig, weil wenn man dann diese Probleme hat, muss man das Opinel einfach nur irgendwo auf die Tischkante schlagen und schon kommt die Klinge aus dem Heft und man kann sie relativ leicht öffnen. Was ich machen werde, ist hier den oberen Teil der Schwanzflosse abzunehmen, das ein bisschen zu runden. Auch bin ich am Überlegen, ob ich wieder eine Fingermulde hier in dem Bereich reinnehme. Ja, und dann bin ich am Überlegen, ob ich tatsächlich das erste Mal auch an der Klinge selber was mache, sich hier nämlich diese Spitze wegnehme und eher so in eine Drop-Point-Form gehe. Da habe ich im Moment noch so ein bisschen Respekt vor, weil ich nur einen Dremel besitze, mit dem ich das machen könnte. Und ja, da muss ich auch mal sehen. Das wird dann aber wahrscheinlich das Letzte sein, wenn hier die Holzarbeiten soweit abgeschlossen sind und alles gut verlaufen ist. Dann überlege ich nochmal, ob ich hier an die Spitze rangehe. Ja, das, wie gesagt, das Ausgangsprodukt. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich irgendwie auf dem Balkon das Ganze hinkriege bei dem Wind. Werde vielleicht ab und zu, zwischendurch ein Foto machen. Und würde mich dann noch mal melden, wenn ich fertig bin. So, hier jetzt ein kleiner Zwischenstand, Dirk. War jetzt so eine Stunde draußen auf dem Balkon. Bei den Orkanböen nicht besonders angenehm, aber es hat doch besser geklappt, als ich befürchtet hatte. Bin jetzt so weit, dass ich den Griff halt in die Form gebracht habe, die ich mir so gedacht habe. Es hat noch ein, zwei Änderungen gegeben. Ich hatte zunächst hier das Ende noch so ein bisschen schnabelartiger gestaltet, um dann eventuell im Nachhinein noch wieder so eine Fratze drauf machen zu können. Habe mich dann aber doch dagegen entschieden und habe dann doch lieber ein etwas konservatives Griffende gemacht. Das Messer liegt mir jetzt recht gut in der Hand. Hier diese kleine Fingermulde für den Mittelfinger, Zeigefinger, wie gesagt, auf dem Viroblock normalerweise. Und ich bekomme jetzt hier sogar noch einen Vierfingergriff hin, vielleicht dreieinhalb. Also das sollte schon passen. So, was ich jetzt noch machen muss, ich habe hier von dem guten Flo ein sogenanntes Einsteigerset bekommen. Und hier sind so ein paar schöne Sachen drin, mit denen ich jetzt
das Holz hier behandeln kann. Verschiedene Farben, Mahagoni, Rot, Orange, Grün, Violett. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich jetzt hier tatsächlich so was Außergewöhnliches nehmen würde, wie Grün, Violett oder so. Vielleicht fange ich erstmal mit dem ganz normalen Leinöl an und werde jetzt hier den Griff schön einölen und mal trocknen lassen. Mal gucken, wie sich das Ganze dann darstellt. So, vorläufiges amtliches Endergebnis. Ich habe jetzt den Nachmittag damit zugebracht, hier das Messer zu verändern. Das ist es jetzt. Es ist noch nicht ganz trocken. Ich habe jetzt gerade eben noch mal mit Mahagoni übergemalt. Ich hatte erst Leinöl drauf und will mal gucken, wie das so wird. Im Moment gefällt mir die Farbe recht gut. Mal schauen, wie es aussieht, wenn es richtig trocken ist. Ja, die Spitze ist nicht ganz so toll gelungen, aber die musste ich jetzt kürzen, weil ich hier hinten im hinteren Bereich, das hatte ich ja eben schon angedeutet, ein bisschen was weggenommen hatte, weil ich da eben doch keine Fratze anbringen wollte. Und von daher gab es da jetzt kleine Probleme. Als ich das dann nämlich zumachte, stellte ich fest, dass die Klingenspitze hier über den Rand hinweg guckte und da blieb mir dann nichts anderes übrig, als die Spitze jetzt doch noch wegzunehmen. Eigentlich wollte ich das heute gar nicht mehr machen. Jetzt habe ich halt versucht, da so eine Drop-Point-Spitze draus zu machen. Leider jetzt 2, 3 mm kürzer, als sie hätte eigentlich sein brauchen, aber nun ist es passiert. Ist jetzt auch wieder rasierscharf geschärft. Ja, lieber Dirk, das war mein Arbeiten mit Messern und an Messern und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Mich hat es dazu bewogen, jetzt endlich mal dieses Messer wieder zu verändern. Das lag jetzt schon eine ganze Weile bei mir rum. Und deshalb bedanke ich mich auch bei dir für dieses Thema deiner Videoantwort, denn das hat mir jetzt hier den Ostermontag so ein bisschen versüßt. Da kam jetzt keine Langeweile auf. Wie gesagt, wettertechnisch war das bei uns heute nicht so, dass man da etwas mit anfangen hätte können. Zuerst Orkanböen bei Sonnenschein und eben kam jetzt ein schöner Platzregen runter und es soll auch noch Gewitter geben, also nichts, was man so unbedingt haben möchte. Ja, lieber Dirk, dir nochmal alles, alles Gute für deinen Kanal. Du weißt ja, ich bin einer deiner Stammzuschauer und gucke immer wieder gerne. Wir haben ja auch einen ähnlichen Messergeschmack, eher die kleinen und traditionellen Messer als so große taktische Hauer. Moin Dirk, ja, noch ein kleiner Nachtrag zum Video von gestern. Das ist jetzt daraus geworden, nachdem die letzte Schicht Leinöl getrocknet ist, kann man jetzt hier die in Anführungsstrichen Maserung des neuen Griffs erkennen. Auf mich wirkt es ein bisschen so wie ja, Schlangenholzoptik. Ist recht ansprechend, wie ich finde. Also mir gefällt es zumindest. Ja, was jetzt noch fehlt, ist eventuell eine erzwungene Patina auf der Klinge. Das muss ich mir aber nochmal überlegen. Ansonsten habe ich mich hier jetzt notgedrungen für eine mittelspitze Klinge entschieden. Wollte eigentlich das Ganze noch ein bisschen weiter runterziehen, aber dann wäre die Klinge noch kürzer geworden. Und deshalb habe ich es jetzt dabei belassen. Ja, das also nur noch mal der kleine Nachtrag zu dem Endergebnis. Und ich würde mich natürlich ganz besonders freuen, wenn du mit den anderen zusammen auch wieder dabei bist, wenn es bei mir das nächste Mal heißt. Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss!